Hey meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich bin Jenny. Falls du mich noch nicht kennst, du findest auf meinem Kanal alles rund um das Thema Haare und Beauty. Im heutigen Video möchte ich dir eine Beautybox vorstellen und wenn du darauf Lust hast, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video. Ich möchte euch heute gerne die Foxybox vorstellen und zwar habe ich letzten Monat schon ein Video gemacht über die Foxybox und nachdem ich da recherchiert habe und geschaut habe, habe ich mich dann dafür entschieden, ein Abo zu machen. Das heißt, ich bekomme jetzt jeden Monat diese schöne Box und was mich dazu bewegt hat, sozusagen das Abo zu machen, ist einfach, ich hatte in der Vergangenheit oder früher hatte ich schon mal so Beautyboxen, aber es hat dann einfach mich nicht mehr so gereizt und nicht mehr so interessiert, weil dann zum größten Teil sehr viele Tester enthalten waren oder auch teilweise wirklich sehr, sehr viel Drogerie und das Ganze hat mich einfach nicht mehr angesprochen und meine Ansprüche haben sich auch ein bisschen geändert. Ich achte zum Beispiel viel auf Inhaltsstoffe. Ich lese mir jetzt nicht bei jedem Einzelnen alles durch, aber so im Groben möchte ich schon wissen, was ich auf meine Haut oder meine Haare gebe. Ich finde es auch schön, wenn Firmen darauf achten, dass das Ganze zum Beispiel cruelty-free, also tierversuchsfrei ist oder vegane Produkte. Das finde ich sehr, sehr schön, dass der Markt da immer größer wird. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal zusammen in die Foxybox rein. In der Box enthalten sind immer nur Originalprodukte. Das hat mich halt wirklich überzeugt. Und in der letzten Box, da war es ja so, dass ich das Ganze halt erstmal ausprobiert habe und habe geguckt, so, ob das überhaupt was für mich ist oder ob ich die Produkte überhaupt nutze. Und da war zum Beispiel so ein Serum dabei, so ein grünes Serum. Das fand ich richtig geil. Die Marke kannte ich vorher noch nicht und das benutze ich jetzt wirklich sehr häufig. Und ich habe auch von euch Nachrichten bekommen, dass ihr auch dieses Serum mögt. Also es sind auf alle Fälle Produkte dabei, die man auch gut im Alltag dann anwenden kann. Und also wenn die bei euch ankommt, so sieht das Ganze aus. Hier vorne ist das Logo nochmal drauf und hier steht auch nochmal die Instagram-Seite der Foxybox. Wir öffnen sie mal. Sie ist diesmal richtig schwer. Oktober ist schwer. So, das ist der Inhalt, der uns anschaut, wenn wir jetzt die Box geöffnet haben. Ich nehme jetzt jedes einzelne Produkt und sage ganz kurz was da dazu, was das ist. Hier sehe ich schon etwas und zwar ein Shampoo, das ist von der Firma Hair Doctor und das ist wirklich krass, dass hier einfach mal, also ich weiß, dass das ein Originalprodukt ist, weil ich schon mal in der Vergangenheit Produkte von Hair Doctor hatte und dass das hier drin ist einfach auf alle Fälle richtig cool und das ist ein Farbschutz-Shampoo. Ich denke, die meisten von euch werden gefärbte Haare haben und dafür Verwendung finden. Was sagt ihr eigentlich heute zu meinen Haaren? Ich habe einfach mal meine Naturhaarstruktur gelassen. Das heißt, ich habe nicht geglättet oder extra Locken gemacht. So sieht das Ganze dann aus. Hier haben wir noch ein Haarprodukt und zwar ist das ein kleiner Sprühconditioner. Das ist ja richtig cool. Also das ist auch von der Firma Hair Doctor. Und das ist ein 2-Phasen-Thermit-Conditioner. Das heißt, man schüttelt das, wenn man seine Haare gewaschen hat, gepflegt hat und möchte die föhnen. Dann kann man das vorher in die Haare geben und ihr werdet besser durchkommen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt müsste man sich natürlich noch genauer die Inhaltsstoffe anschauen. Aber wir machen jetzt weiter bei den Produkten. Auf alle Fälle so ein kleiner Sprühconditioner. Sehr, sehr cool. Dann ist dabei, und zwar von Dr. Severin, eine Aktivkohlemaske. Also ich muss sagen, dass die Firma Dr. Severin, dass ich die nicht kannte. Und die ist auch komplett vegan. Also das Produkt ist vegan, das könnt ihr auch hier hinten nochmal sehen. Und die Maske ist schwarz, wie die Verpackung erraten lässt. Und das ist eine Wash-Off-Maske. Das heißt, es ist nicht so eine, die man trocken lässt und dann so abzieht, wo das dann so wehtut auf der Haut. Sondern die wird mit warmem Wasser wieder abgespült. Aktivkohle ist sehr... Also purifying, also hautverfeinernd und gegen Unreinheiten. Und es ist wirklich, wie viel ist hier drin? 100 ml. Cool. Wenn ihr über meinen Kanal jetzt die Foxybox entdeckt habt und die euch bestellen wollt, dann ist es so, wenn ihr einen Code bei eurer Bestellung eingebt, dann bekommt ihr dieses Aktivkohlepulver da dazu von Dr. Severin. Und ich habe schon in meiner Story über Aktivkohle letztens gesprochen. Aktivkohle ist... für die Zähne, um Ablagerungen zu entfernen. Man sollte das nicht zu häufig benutzen, also wirklich selten, Vorsicht da damit. Aber es kann definitiv funktionieren.
und sieht man jetzt auch immer sehr, sehr häufig auf Instagram. Und ihr könnt halt das ganze Produkt gratis dann extra noch zu eurer Foxybox dazu bekommen, wenn ihr den Code eingebt. Hier freue ich mich richtig drüber und zwar schaut mal, total cool. Ich folge zurzeit XS Skincare auf Instagram, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. Er klärt ja zurzeit die ganze Instagram-Welt auf über Hautpflege und was so wichtig ist mit Inhaltsstoffen. Und ich habe ganz, ganz oft bei ihm das Wort BHA und AHA. Säuren oder Serien gehört und deswegen finde ich das richtig cool, dass jetzt hier von Dr. Grandel sind 5%ige Fruchtsäuren hier enthalten, also kleine Ampullen mit Fruchtsäuren. Und bei meiner Kosmetikerin zum Beispiel, wo ich immer hingehe für meine Augenbrauen und meine Haut, wird auch Dr. Grandel verwendet und ich liebe diese Firma. Das ist eine sehr, sehr hochwertige, gute Firma. Da habe ich schon selber viel Geld ausgegeben und viele Pflegeprodukte in meinem Badschrank stehen. Und diese Ampullen, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, die habe ich noch nicht gekauft. Aber richtig cool, dass die in der Foxybox sind. Hochwertiges Produkt, freue ich mich ganz sehr drüber. So, was haben wir hier? Hier ist irgendwie so ein kleiner Beutel. Was ist da drin? Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, was das ist. Und zwar ist das ein kleiner Lip-Tint, also eine Lippenpflege mit ein bisschen Farbe. Und die Firma ist komplett PETA-verifiziert und vegan. Und so sieht der Farbton aus. Also so ein richtig schöner Mauve, Neutron, ein bisschen bräunlich. Und das ist Mineralkosmetik. Und jetzt muss ich wieder sagen, dass ich niemals auf die Firma aufmerksam geworden wäre. Und das finde ich zum Beispiel an solchen Beautyboxen richtig cool, weil jetzt habe ich zum Beispiel ein Produkt, wo ich weiß, es ist 100% tierversuchsfrei, es ist vegan und ich wäre vielleicht sonst niemals, wo hätte ich sonst was von dieser Firma gehört, also Angel Minerals. Und wer sich für solche Kosmetikprodukte interessiert, kann dann in seiner neuen Foxybox das Ganze ausprobieren. Das war es immer noch nicht, es geht noch weiter und zwar mit diesem Produkt hier. Das sind Wirkstoffampullen bzw. so ein kleines Serum. Und solche Ampullen sind richtig gut. Probiert das mal, wenn ihr sowas noch nicht ausprobiert habt. Ist was ganz anderes wie zum Beispiel nur normale Gesichtscreme oder so. Das ist einfach nochmal intensiver und das ist wie so ein Booster für die Haut. Und diese hier sind eher so für strahlende, feuchtigkeitsversorgte Haut. Und das war es immer noch nicht. Willkommen zum letzten Inhalt meiner Oktoberbox. Und zwar ist das ein Matcha-Tee von der Firma Wonder Foods. Es sind wieder komplett natürliche Inhaltsstoffe drin. Dieser Matcha-Tee, also dieser Premium von Wonder Foods, wird auch, ich habe nachgeschaut, Beauty-Tee genannt. Also es sind einige Inhaltsstoffe drin, die gut für Haut, Haare und Nägel sind. Gerade jetzt so in der Herbstzeit, wie viel Tee habe ich jetzt schon getrunken? Und da macht sich das natürlich super, wenn ich jetzt in meiner Foxybox hier noch einen Tee habe. Auch wenn ich gerade zur Zeit Nieren- und Blasentee trinke, weil ich bin etwas angeschlagen und habe eine Blasenentzündung. So sieht's aus. Das war der Inhalt von der Foxybox. Wir zählen nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Originalprodukte. Der Wert der Produkte beträgt über 100 Euro. Ihr könnt es dann auch immer alles nochmal separat euch angucken. Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben. Wie ist das für euch? Spricht euch das an, wenn zum Beispiel so vegan oder PETA-verifiziert oder ein Produkt cruelty-free ist? Oder achtet ihr da überhaupt nicht drauf? Ist euch das völlig egal? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal unten rein. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Und nächsten Monat freue ich mich dann auf meine November-Box. Weil es ist immer so, als wenn man irgendwie Geburtstag hat und ein Geschenk nach Hause bekommt. Sehr, sehr cool auf alle Fälle.